Ganz herzlich willkommen zu unserem Lockdown Talk. Ja, wir reden jetzt schon ein Jahr hier mit euch über interessante Menschen und ihr Leben. Und ich habe heute mal wieder einen sehr, sehr speziellen Gast. Und zwar ist es Elke Menzel. Elke Menzel ist Psychologin, übrigens die erste Psychologin, die ich hier im Talk habe, finde ich ganz klasse, ist Psychologin und Expertin in Sachen Persönlichkeitsentwicklung. Und ich sehe auch schon, die liebe Frau Menzel ist auch schon im Chat und ich würde sie jetzt mal reinholen. Ihr Lieben, gebt mir eine Sekunde und dann werden wir hier die Verbindung aufbauen und dass wir mit ihr reden können. Hallo, liebe Frau Menzel. So, ich ist Hallo, Frau Ostapfel. Sehr, sehr schön, dass das klappt. Herzlich willkommen hier bei unserem Talk. Ja, danke schön. Wie geht's Ihnen denn? Sie sind gerade in Italien. Wunderbar. Ja, schön. Wunderbar. Ja. Schön. Ja, das ist jetzt der Rest unseres Aufenthalts und ich genieße hier noch jede Stunde und dann am Sonntag geht's wieder nach Hause. Oh, schade. Schade. Ja, wir haben nächste Woche Seminar, das ist auch schön. Ja, natürlich. Dazu kommen wir jetzt gleich, was Sie da Spezielles machen in Ihrem Seminar. Liebe Frau Menzel, Sie sind Psychologin und systemischer Coach. Wie kam das denn dazu, dass Sie sich für diesen Berufsweg oder fast schon eine Berufung entschieden haben? Mich haben schon immer Menschen interessiert und vor allem, wie Menschen so geworden sind, wie sie sind. Weil ich schon früh gemerkt habe, dass die teilweise nicht freiwillig so sind, wie sie sind, sondern dass sie eine Geschichte mit sich rumtragen. Und dafür habe ich mich schon immer interessiert. Und insofern hat meine Teilnahme an dem Seminar damals mir die Tür geöffnet für genau die Arbeit, die ich jetzt mache. Und war ein großes Glück, dass ich das kennengelernt habe. Sie arbeiten ja jetzt schon seit 20 Jahren für das Hoffmann-Institut und die Leitung haben Sie, glaube ich, auch schon seit 6 Jahren. Was genau ist denn das Hoffmann-Institut und was macht man da? Das Hoffmann-Institut bietet hauptsächlich ein Seminar an, den Hoffmann-Prozess. Schon sehr lange, also weltweit seit über 50 Jahren, in Deutschland seit über 30 Jahren. Und was man da macht, ist, man schaut erstmal auf sein Leben. Womit bin ich im Moment nicht so zufrieden? Welche Wiederholungen erlebe ich? Wo komme ich nicht weiter? Wo verändert sich nichts? Und dann schauen wir in die Kindheit und gucken uns sehr intensiv die Prägungen an. Wir gucken, was ist damals passiert. Und das Format hilft dabei in seiner Intensität. Und wir sind ja wirklich 7 Tage am Stück mit dieser Gruppe zusammen und weitestgehend von außen mal abgeschlossen auf einem wunderschönen Gut in der Nähe von Augsburg, Gut Seelbrunn, arbeiten wir. Ja, das kenne ich, da war ich schon mal auf einer Hochzeit, das ist total schön. Ja, das sind viele Hochzeiten. Wir heiraten sehr oft mit, weil bei jedem Sommerseminar haben wir abends die Hochzeiten nebendran. Ja, das ist so schön, das ist so ein ganz altes Gut, ein ganz alter Hof mit auch ganz vielen Tieren, Pferden und alles. Es ist so schön da. Und auch das Zimmer, es hat so eine ganz eigene Spiritualität, finde ich, das Anwesen. Ja, ganz genau. Und das ist auch ein Stück weit für uns so ein Schutzraum in seiner Abgeschiedenheit, wo die Teilnehmer sich dann auch wirklich einlassen und öffnen können. Und in diesem Format eben gelingt es anders als nach meinem Dafürhalten. Es in Einzelsessions gelingt, sich wirklich auf seine Gefühle in der Intensität einzulassen. Und das ist in den ersten Tagen sehr intensiv, sich nochmal in die Kinderschuhe zu stellen und aufrichtig zu gucken, was ist damals passiert. Und es müssen keine großen Geschichten sein und keine bösen Eltern, ganz und gar nicht. Aber es reicht schon, dass ein Kind einmal in der Kita auf seine Mutter gewartet hat und die kam nicht. Je nachdem, in welcher Phase seiner Entwicklung das Kind gerade ist, kann es ganz, ganz tief treffen und eben das Gefühl geben, ich bin vergessen, ich bin verloren, ist niemand mehr für mich da. In der anderen Phase spielt es mit einem Steinchen oder macht irgendwas und es macht gar nichts. Aber dadurch, dass wir eben uns in solchen Phasen entwickeln, passiert ganz, ganz viel und prägt sich ein und wirkt einfach.
Also es ist quasi Ihre Aufgabe, alte Muster, alte Verhaltensweisen aufzudecken. Ganz genau, ganz genau. Oft wissen die Teilnehmer das schon. Hier oben wissen sie das. Und es geht darum, was bei uns passiert ist, dass es runterrutscht ins Fühlen. Und da haben wir sehr, sehr viele Sicherheitsmechanismen, die uns abhalten, davon zu fühlen und verhindern, dass es nochmal wehtut. Wollen wir ja alle nicht. Und wir gehen ganz bewusst nochmal dorthin, wo es wehtut. Weil in diesem geschützten Raum und mit einer Begleitung können wir genau dort noch einmal hingehen und spüren, wir sind nicht mehr 3 Jahre alt, 4 Jahre alt, sondern 40, 50, 60 und können jetzt anders damit umgehen. Aber das wissen wir erst dann, wenn wir es nochmal erlebt und gefühlt haben. Das ist die Arbeit, die wir in den ersten Tagen tun. Und das macht auch dieses Institut so besonders, oder? Diese spezielle Einfühlnahme. Das Einfühlen und die Tiefe der Emotionalität macht das Format besonders, ja. Aber was den Hoffmann-Prozess besonders macht, ist diese Struktur. Also das ist wirklich so ein, kann ich sagen, ich habe es ja nicht gemacht, ein so geniales Konzept, wo ein Rädchen ins andere greift und in sich so logisch und geschlossen. Und man geht einmal seinen Lebenszirkel sozusagen durch und kommt am Ende wieder bei sich an und so wie als wenn man seinen Keller mal aufgeräumt hätte, so richtig. Und das ist, ich meine, 1 Woche oder 8 Tage ist ja auch eine ganz schön lange Zeit. Das ist unglaublich, unglaublich lang. Ja, es ist sehr lang, es ist sehr dicht. Wir fangen morgens um kurz nach 7 an mit einer Meditation und im Schnitt sind wir um 21 Uhr ein bisschen später fertig. Ja. Und was für Menschen kontaktieren Sie da? So. In erster Linie kommen die Leute zu uns. Die meisten kommen auf persönliche Empfehlung. Jetzt mehr und mehr auch Menschen, die uns mit bestimmten Fragestellungen im Netz gefunden haben. Und die kommen von Student mit 20 bis, wir hatten einen Psychiater mit 86 da. Und das ist auch das, was ein Merkmal unseres Formates ist, dass querbeet alle Menschen, alle Altersgruppen aus der Gesellschaft querbeet zu uns kommen, denn sie haben alle eins gemeinsam, sie haben alle eine Kindheit und sie haben alle Eltern. Und das ist auch sehr bereichernd für die Teilnehmer, dass es nicht eben alles Führungskräfte oder alles Studenten sind, sondern sie merken auf einmal, was für einen Zugang sie auch zu Menschen haben, denen sie sonst nie im Leben begegnet wären. Und ja, dass sich der Blickwinkel da auch sehr weitet. Also alle Menschen, die irgendwo eine gewisse Unzufriedenheit haben, die mit ihren Veränderungen oder die einfach Veränderungen bewirken möchten und nicht und einfach da ganz gezielt Hilfe suchen. Ja, es gibt auch Menschen, die sagen, ich bin sehr interessiert an weiterer persönlicher Entwicklung. Jetzt mache ich das auch noch, weil es einfach natürlich auch in der Szene schon bekannt ist, dass das eine sehr tiefe, sehr intensive Arbeit ist, die wir tun. Es gibt Coaches. Neulich kam eine Freundin, die nichts an ihrem Leben zu beanstanden hat. Die hat eine wunderbare Ehe, tolle Kinder, alles sehr schön und arbeitet auch als Coach und sagt, ich glaube, es ist gut, wenn ich das auch mache und mal meine eigene Kindheit aufräume. Sonst habe ich möglicherweise irgendwo blinde Flecken in meiner Arbeit mit den Klienten. Oder einfach auch ohne blinde Flecken, dass ich das in mir aufgeräumt habe, bevor ich mit anderen Menschenarbeit. Und das finde ich sehr gute Form von Hygiene auch für die eigene Arbeit. Weil da ist ja auch steckt ja auch eine große Verantwortung drin, mit Menschen zu arbeiten. Definitiv. Was denken Sie, warum ist das Thema Coaching in den letzten Jahren so an Beliebtheit gewonnen? Aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil die Menschen gemerkt haben, dass es ein altes Bild war, dass man irgendwie ein bisschen verschoben oder komisch ist, wenn man einen Coach oder einen Therapeuten hat. Das ist so eine Welle, die ist danach mit großer Verzögerung aus den USA, glaube ich, auch zu uns rübergeschwappt. Zum anderen merke ich auch ganz deutlich, dass die zunehmende Geschwindigkeit, mit der wir leben,
den Leuten unglaublich zusetzt. Meine, vor 30 Jahren hatten wir ja vielleicht die ersten Handys oder noch gar nicht. Da hat das Ganze mal angefangen. Und inzwischen sind wir auf so vielen Kanälen erreichbar. Und wenn jemand uns eine Nachricht schickt, erwartet er innerhalb von einer Stunde oft eine Antwort. Das heißt, wir sind den ganzen Tag durchgetaktet. Das war früher nicht so. Und ich glaube, das entspricht nicht mehr unserer natürlichen Geschwindigkeit, mit der wir gerne unser Leben leben würden. Und deswegen diese ganzen Formen der Unzufriedenheit, Überbelastung, Burnout und diese ganzen Geschichten, ja, das ist... Ja, man muss sich mal vorstellen, nach dem Krieg, als die Menschen nach dem Krieg das Land wieder aufgebaut haben, die haben wahnsinnig viel gearbeitet, aber ich weiß nicht, ob die Burnouts hatten. Die hatten einen Sinn in dem, was sie tun, die hatten ihren Rhythmus, die hatten die Menschen um sich rum. Und da ist inzwischen auch viel Kampf, viel Konkurrenz. Das ist schon härter geworden auch, gerade in der Wirtschaft. Ja, definitiv. Definitiv. Ja. Das ist ein hartes Rennen, Kopf-an-Kopf-Rennen. Und wer da nicht besteht, ist draußen. Und ich glaube, das wissen viele einfach. Ja. Deswegen auch wahrscheinlich dieses Zwanghafte, jetzt, ich muss es jetzt machen, weil wenn ich es nicht jetzt mache, dann bin ich draußen vielleicht. Obwohl ja. Ja, also das ist ja in der Wirtschaft inzwischen üblich, dass die Terminkalender doppelt und dreifach belegt sind und man guckt kurz vorher, welche Termine man absagt. Und allein das, finde ich, ist so ein Stressfaktor auf einer Beziehungsebene, dass man dauernd absagen muss und dauernd Leute vor den Kopf stoßen, weil man ansonsten seine To-Do-Liste gar nicht durchbekommt. Mhm. Und das erinnere ich nicht, dass das vor 30, 40 Jahren so war. Mhm. Vor 30 Jahren, 40 Jahren, weiß ich nicht. Ja. Wie viele Coaches arbeiten denn für das Hoffmann-Institut? Im Moment sind wir in unserem Team 4. Mhm. Die fest dazugehören. Mhm. Dann haben wir noch Gastcoaches, die ab und zu dabei sind. Mhm. Und wir werden jetzt weiter wachsen. Im Moment sind alle, die da sind, über 50. Mhm. Und da wir auch viele junge Menschen jetzt zunehmend haben, was ich auch toll finde, so bevor sie sich aufmachen nach dem Studium ins Leben, dass sie nochmal an unserem Seminar teilnehmen, werden wir auch junge Coaches jetzt ausbilden. Wir werden in diesem Jahr damit anfangen, junge Psychologinnen dazu zu nehmen. Ja, weil es gibt ja genauso gut sehr, sehr viele junge Menschen, die schon völlig überfordert sind oder einfach gar nicht wissen, was sie machen sollen in bestimmten Situationen. Ja. Und glaube ich, da auch Hilfe brauchen. Aber eins muss man auch dazu sagen, glaube ich, sie nehmen auch nicht jeden, oder? Sie setzen sich schon genau mit denjenigen auseinander oder demjenigen und führen ein Gespräch und hören quasi rein, wirklich das Problem sein könnte. Und wenn ganz schwerwiegende Probleme sind, dann würden sie auch weiterverweisen. Ja, also wir haben ein paar Ausschlusskriterien. Und wir haben, bevor jemand zu uns kommt, als erstes füllt er einen Fragebogen aus, wo wir schon ein paar Dinge erkennen können. Und ich führe mit jedem ausführliches Gespräch, der zu uns kommt. Und es gibt ein paar Ausschlusskriterien, das sind wirklich schwere Krankheiten, also Borderline-Syndrom, das ist eine Kontraindikation, weil es gibt solche Krankheiten, die brauchen einfach eine Stabilisierung dessen, was ist. Und das tun wir nicht, wir tun das Gegenteil, wir räumen mal die Kiste richtig auf und gucken, was da alles drin ist. Und das ist ungeeignet für Menschen, die nicht stabil sind. Mhm. Und Suchtkrankheiten, also wenn jemand drogenabhängig oder alkoholabhängig ist, ist das geht diese Arbeit nicht. Mhm. Wir müssen schon. Ja, das glaube ich auch, da muss man sehr differenzieren. Was glauben Sie denn, wie hat denn jetzt Corona die persönliche Situation der Menschen nochmal zusätzlich beeinflusst? Meines Erachtens sehr stark. Wir spüren also eine ganz große Zunahme an Interesse an unserem Seminar. Wir haben auch so einen Zoom gehabt letztes Jahr, wo wir während des ersten Lockdowns wöchentlich hat unser Team Zoom-Gespräche angeboten in einer größeren Gruppe. Da waren Teilnehmer dabei, die schon den Prozess gemacht hatten und welche, die ihn noch nicht gemacht hatten. Und da ist schon rausgekommen,
dass die sehr viel mehr in sich ruhend waren, in ihrer Mitte waren, stabil waren, weil sie gelernt hatten, bei uns sehr aktiv mit Veränderung umzugehen. Mhm. Und dass sie auch selber darüber entscheiden können, wie sie auf einen Impuls von außen reagieren. Das und ist, glaube ich, das A und O auch. Ja, ja, ganz genau. Damit umzugehen. Ja, genau, dass ich mich nicht völlig aus den Schuhen werfen lasse, wenn ich abends die Nachrichten sehe und merke, was wieder passiert und die Zahlen steigen und. Dann ist es gut, wenn ich Werkzeug habe, dass ich mich stabilisieren kann, ruhig bleibe und überlegt und verantwortungsvoll mit der Situation für mich und natürlich auch meine Familie, meine Liebsten umgehe. Haben Sie da einen Tipp für uns Zuschauer? Wie mache ich das? Wie bleibe ich da stark in so einer Situation? Wie bleibe ich ruhig und gelassen? Also das, was man unmittelbar machen kann, wenn man merkt, dass man sehr flatterig wird, ist ganz einfach atmen. Mhm. Einfach nur ganz bewusst ein paar tiefe Atemzüge und nur spüren, körperlich spüren, wie die Luft einfließt und wieder rausfließt. Das ist so eine erste Maßnahme, die gut hilft, die wirksam ist. Ansonsten, wir haben schon alle schon Krisen überstanden. Mhm. Ja, wir brauchen auch ein Stück weit Vertrauen in das Leben. Vertrauen, dass das, was gerade passiert, ein Stück unseres Lebens ist. Wir haben hier nicht gebucht, immer Sonnenschein und gesund und alles ist gut, sondern das Leben geht in großen Wellen auf und ab und wir sind immer wieder stehen wir vor Herausforderungen. Und das ist jetzt gerade eine globale, große Herausforderung. Das hatten wir so noch nie. Also wir haben ja Gott sei Dank alle keinen Krieg erlebt. Wir sind nicht, die ersten, aber unsere Großeltern. Und bei mir sind sogar meine Eltern, die einen Krieg erlebt haben. Ja, und ich gehöre zu der ersten Generation, die keinen erlebt hat. Mhm. Und jetzt kommt das in einer anderen Form. Und manche Menschen trifft es fürchterlich. Und manche haben andere Fähigkeiten, damit umzugehen. Ich finde auch, dass es gut ist, mal zu gucken, wie machen es denn andere? Mhm. Ich meine, besonders betroffen sind natürlich die, die Kinder zu Hause haben, vielleicht jetzt kein Riesenhaus und dann Homeschooling machen mit drei Heranwachsenden. Das ist schon eine große Herausforderung. Manche gehen mit denen im Wald, toben, machen sonst irgendetwas und wichtig ist, dass wir eine gute Haltung dazu finden. Ja, es ist eine Herausforderung. Ja, es ist sehr anstrengend gerade. Aber ich bin da, ich bin wach und präsent da mit allem, was ich zur Verfügung habe und gucke, dass wir jetzt gemeinsam diese Situation gut meistern. Großartig. Wie viele Teilnehmer sind denn da immer so in einem Seminar? Jetzt wahrscheinlich weniger aktuell. Nee, nächste Woche sind wir 19. Das ist schon ganz schön viel. Okay. Also wir sind so im Schnitt zwischen 18 und 20 im Moment. Ich habe schon gesehen, das Seminar ist ausgebucht. Ne? Ja. Naja, jetzt durften ja auch die Seminare nicht stattfinden. Das ist wahrscheinlich, ja, wir haben jetzt tatsächlich eins mussten wir jetzt schieben. Da werden wir im Herbst möglicherweise einen Ersatztermin dafür finden und sind jetzt sehr, sehr froh, dass es stattfinden kann und sehr froh vor allem über die Bedingungen. Sie kennen ja Sedelbrunn, wir haben diese riesen Halle zur Verfügung, dass wir wirklich auch, Gott sei Dank, ja. Ja, dass wir mit Abständen arbeiten können und auch dafür für Sicherheit sorgen. Mhm. Ja, das muss man halt heutzutage und das ist auch besser so. Ich glaube, dann hat man einfach auch ein besseres Gefühl, wenn man dem nachgeht, die Aufgaben sind oder die Auflagen, dann ist es auch in Ordnung. Aber nochmal zum Thema Veränderung. Was fällt Ihnen denn an dieser innerlichen Veränderung, die die Leute jetzt durchmachen, am meisten auf? Ja, im Moment finde ich, teilt sich fast auf in zwei Gruppen. In diejenigen, die dagegen sind. Und das finde ich echt anstrengend, wie viele selbsternannte Virologen wir auf einmal in unserer Bevölkerung haben. Und auf die Politiker wird geschimpft und alle machen alles falsch und sie wissen alles besser. Das finde ich sehr anstrengend. Und die dann über Facebook und überall ihre Meinung loswerden, die keiner hören will. Oder die Verschwörer und die dann mit als Provokation
ohne Masken zu Demonstrationen gehen, das finde ich gerade einfach nicht mehr so angesagt. Und dann gibt es diejenigen, die mit Maß und Ziel und vor allem eigener Verantwortung, ich meine, wir müssen nicht blind allem folgen, was uns vorgeschlagen wird. Und ich glaube, dass die Politiker auch ganz schön überfordert sind mit der Situation. Das kennt ja keiner, es gibt keine Erfahrungswerte dazu. Und so stehen wir auch selber in der Verantwortung, uns gut zu schützen. Auch in dem Wissen, alles, was ich tue, hat Konsequenzen für meinen Partner, für die Menschen, die in meiner Nähe sind. Und ja, da finde ich, gibt es sehr viele gute Beispiele, die, ohne sich da jetzt in ihre Zimmer zu verkriechen, ein gutes Leben führen und sehr bedacht und achtsam damit sind. Und das teilt sich in meiner Wahrnehmung gerade so ein bisschen. Okay. Mit welchen Themen beschäftigen Sie sich denn noch in anderen Formaten, Frau Menzel? Wir beschäftigen uns sehr viel mit dem Thema Beziehung, weil das ein großes Thema, auch oft ein großes Leitthema ist. Viele großer Prozentsatz von den Menschen, die sich bei uns melden, die kommen, sind nicht glücklich mit ihren Beziehungen. Und bei der Art von Arbeit, die wir tun, wir fangen ja wirklich bei der Beziehung zu uns selber an. Weil die Beziehung, die wir zu uns selber haben, die ist geprägt von der Beziehung, die unsere Mutter erstmal zu uns hatte. Wie sie uns quasi durch den Umgang mit uns das Gefühl dafür gegeben haben, wer wir sind. Ja, und so entsteht ein Bild in der Kindheit, wer ich bin. Ja, und so begegnen wir dann auch in der Beziehung unserem Partner. Und oft ist das so, dass wir das Gefühl haben, der Partner ist genau der Richtige für mich. Endlich bekomme ich das, auf was ich immer gewartet habe, was ich früher nicht bekommen habe. Und das ist genau der falsche Weg, oder? Das ist nicht der richtige Weg. Ja, es wirkt halt sehr, aber es ist gefährlich. Weil es gefährlich, weil die Enttäuschung ist mit dazu gekauft. Weil irgendwann merken wir es. Uns kann kein anderer retten aus unserem alten Dilemma. Und deshalb arbeiten wir sehr intensiv an der Beziehung, die wir zu uns selber haben. Und wir fangen an mit dem inneren Kind. Also sehr intensiv setzen wir uns mit dem Kind in uns, das noch sehr lebendig in uns ist, mit seinen Kränkungen und Verletzungen und aus dem wir sehr oft so reagieren. Gekränkt, fühlen uns wieder zurückgewiesen, fühlen uns abgelehnt, fühlen uns nicht wertvoll. Und damit arbeiten wir erstmal. Und dann, wenn wir sozusagen an uns satt geworden sind und unserem eigenen inneren Kind eine gute Beziehung. Also ja, erstmal an sich selbst arbeiten und dann, ich habe auch mal gelesen, es gibt ein Buch, sei mit dir selbst zufrieden oder im Reinen und dann ist es auch irgendwie völlig egal, mit wem du zusammen bist, weil erstmal bist ja du die Person oder man selber die Person, die einfach das Glück auch ausstrahlt. Oder die ganz genau. Ja. Ganz genau. Es ist eine völlige Illusion, dass wir jemanden anderes lieben können, wenn wir uns selbst nicht lieben. Es geht nicht. Und wir können auch die Liebe eines anderen nicht annehmen, wenn wir uns selbst nicht lieben, weil wir es im tiefen Sinne nicht glauben können. Und deshalb fangen wir bei uns selbst an. Und meine Erfahrung ist, dass sich, nachdem die Leute das Seminar gemacht haben, eine ganz andere Form von Beziehungsfähigkeit haben und eine andere Form von Liebesfähigkeit. Weil sie wissen, Lieben ist ein Tu-Wort. Das ist etwas, was ich gebe und nicht etwas, was ich haben will und darauf warte. Und vor allem nicht etwas, was vom Himmel fällt. Ja, man kann nicht vom anderen erwarten, dass er was tut, was man selber vielleicht gar nicht ist, in der Lage bereit zu geben. Oder das sind dann natürlich die Beziehungen, die dann im Ungleichgewicht sind oder die dann irgendwann ihre Krise bekommen oder einfach schwierig. Es sind abhängige Beziehungen. Das sind abhängige Beziehungen und Beziehungen, die zu Bedingungen stattfinden. Du gibst mir das und ich gebe dir das und dann sind wir in Beziehungen. Das geht nicht. Das geht vielleicht eine Zeit lang gut, das könnte ich mir schon vorstellen, aber irgendwann auf Dauer eben nicht. Auf Dauer. Ja, bei manchen geht es lange gut, bei manchen geht es erstaunlich lange gut, aber das hat eher was mit dem Geschäft und dem Vertrag zu tun als mit Liebe. Ja, okay, das kann natürlich auch gut sein. Ja.
Also Ja. auf jeden Fall, Ihr Seminar zu besuchen, ist, glaube ich, eine wirkliche Erkenntnis für einen selber. Und ein echter Das Weg. auf Also alle Fälle. es hört sich wirklich so spannend an. Auch wenn man mal liest, was die Leute sagen. Ich kann Ja. endlich leben oder ich lernte den Umgang zur Beziehung ganz anders und neu und für mich zu gestalten. Also es klingt so spannend. Also ich möchte am Ja. liebsten selber gleich kommen. Ja, kommen Sie gerne. Aber jetzt habe ich noch was anderes, apropos Beziehung. Sie haben ja auch ein ganz tolles Hilfsprojekt gegründet. Ja. To Italy with Love. Und Sie sind ja auch gerade in Italien. Ja, genau. Wir sind Wollen Sie gerade uns darüber sehr, noch ein sehr bisschen? beschäftigt mit unserem Hilfsprojekt, genau. Das haben wir vor einem Jahr genau gegründet, weil wir, habe ich Ihnen ja erzählt, hier teilweise leben in Umbrien, wirklich auf dem Land in der Nähe von Perugia und mitbekommen haben, wie miserabel die Lage hier ist. Also das teilweise in einer Universitätsklinik. Ich meine, in Perugia ist das zweitbedeutendste Krankenhaus von ganz Italien und die hatten keine Schutzmasken, die hatten keine Handschuhe, die waren wirklich in einer desolaten Lage. Und dann haben wir einfach nur für uns gesagt, wir kaufen jetzt 2000 Masken und nehmen die mit runter, wenn wir runterfahren. Und dann ging das auf einmal wie von alleine. Dann haben Freunde gesagt, oh, ich mache mit, ich gebe euch auch 1000 Masken. Und ja, Toll. jetzt sind wir, jetzt bewegen wir uns auf 500.000 Masken zu, die wir verteilt haben, sind gerade noch eifrig dabei und Schutzanzüge, Handschuhe, alles Mögliche. Und es ist immer noch eine sehr, sehr schwierige Situation hier. Also wir sind gestern dort gewesen und haben gestern Übergabe in Perugia gemacht. Die haben jetzt das zweite Zeltdorf vor dem Krankenhaus, wo die ganzen Corona-Kranken behandelt werden. Also es ist katastrophal. Wer Ja, kriegt die uns macht. Masken? Beliefern Sie Krankenhäuser oder wen beliefern Sie? Wir beliefern Krankenhäuser, Altenheime, wir beliefern auch die umliegenden Kommunen. Da gehen wirklich dann die Freiwilligen vom Roten Kreuz. Beispielsweise gehen von Haustür zu Haustür und verteilen so Päckchen, die wir gemacht haben, mit Masken drin oder mit Handschuhen drin, dass die Leute versorgt sind. Es gibt Großartig. inzwischen Ja. zwar wieder welche zu kaufen, aber sind teilweise sehr teuer und die Leute haben teilweise nicht viel Geld. Und es ist, wir sind in dieser Woche auch in Norcia gewesen, wo ja vor 4,5 Jahren ein ganz, ganz schlimmes Erdbeben war, wo über 20 Kilometer fast kein Haus mehr steht. Und da leben 80% der Menschen in Übergangswohnungen. Das sind also wie so kleine Feriensiedlungen, wo eine Wohnung 15 Quadratmeter hat. Und die sind so 15% ist die Bevölkerung dort Corona infiziert, weil die alle so eng aufeinander leben. Und da haben wir auch viele Masken hingebracht, dass die sich einfach schützen können. Ich finde es großartig, dass Sie dieses Hilfsprojekt wirklich eingeführt haben. Das finde ich unglaublich. Und Sie Ja, haben es, danke schön. ja. Das ist auch etwas, was uns sehr bewegt und uns sehr viel Sinn gibt, das zu tun. Und weil wir inzwischen wissen, gerade auch von dem Professor in der Klinik in Perugia, dass dadurch, kann keine Zahlen benennen, aber sagt, es sind mit Sicherheit Menschenleben dadurch gerettet worden, weil da war teilweise die halbe Belegschaft Corona infiziert, weil die sich so schlecht schützen konnten. Ja. Das ist ja also Und wirklich noch gleichzeitig muss ein. ja. Ja. Entschuldigung, ja? Gleichzeitig muss man auch aufpassen, dass wir jetzt nicht wieder die Deutschen sind, die alles besser wissen, sondern auch demütig bleiben mit der Situation. Ist das Ihr Ja. Tipp generell jetzt? Das ist ja. Das ist auch in dem Seminar demütig werden vor dem Leben, vor dem Lebensweg, der meiner ist. Ich habe meinen Lebensweg irgendwo mitbekommen. Und wie ich damit umgehe und wie ich es mache, das ist meine Entscheidung. Dafür habe ich auch mein Bestes irgendwo zu geben.
im Sinne mit dem Wunsch, ein glückliches Leben zu leben. Sie waren ja erst ein bisschen in der anderen Richtung. Sie haben, glaube ich, in der Unternehmensberatung gearbeitet. Genau, ich habe vor 10 Jahren in der Unternehmensberatung gearbeitet und es stand für mich fest, es wird jetzt Zeit, mal irgendwann was zu verändern. Und dann hat sich wie von alleine, hat dieses Seminar meinen Lebensweg gekreuzt und es hätte für mich nicht besser kommen können, als dass ich das gefunden habe und hier arbeiten darf. Also ich bin auch, muss ich sagen, ich bin auch demütig mit der Arbeit, die ich tun darf und die wir tun dürfen. Denn das ist schon was Besonderes, Menschen auf so einem Weg begleiten zu dürfen. Ja, und das glaube ich auch. Und ich glaube auch dann, die Menschen zu sehen, vorher, nachher, wie sie sich quasi in einer Woche dann auch entwickeln und die den Unterschied sehen. Also es sind ja ganz andere Menschen wahrscheinlich dann auch. Ja, das ist unglaublich. Das ist unglaublich, wie sich Gesichter verändern und wie wir schon so nach so 3, 4 Tagen auf einmal sehen, dass sie anfangen zu leuchten und dass ihr Wesen, wir sprechen viel von dem Wesen, das sind wir also in unserer Ursprünglichkeit, in unserer eigentlichen Form, wo sich so viele Muster und Schichten rumgelegt haben. Und wenn das wieder sichtbar wird, das ist einfach wunderschön zu sehen. Und am Ende des Seminars sind wir zwar fix und fertig, aber auch gleichzeitig so beseelt davon, wie wir jetzt die Menschen wieder zurück in ihr Leben schicken dürfen. Unglaublich, glaube ich. Das zu sehen ist bestimmt großartig. Ja. Frau Menzel, ich wollte noch was fragen. Was hatte ich denn gerade noch? Ich hatte zu diesem Veränderungsthema hatte ich noch eine Frage, die jetzt aber vielleicht fällt sie mir später ein. Ja. Aber das ist ja auch eine wirkliche Berufung. Wir kriegen übrigens wieder Herzchen. Es ist eine wirkliche Berufung. Man sagt, man möchte Menschen helfen. Und denen dann wirklich dabei zu sein und diesen Prozess so zu begleiten, dass es dem oder derjenigen so viel besser geht. Das muss ja auch unglaublich sein. Das gibt dann, glaube ich, auch wieder eine tiefe Befriedigung. Jetzt kriegen wir wieder ganz viele Herzchen. Ja, das ist richtig. Da haben Sie völlig recht. Es gibt eine ganz tiefe Befriedigung und Sinnhaftigkeit in dem, was wir tun. Und ist ein Stück weit auch ein bisschen sowas Ähnliches wie Entschädigung. Denn die Woche ist extrem anstrengend. Also die fordert uns alle bis an die Grenze heraus. Und am Ende sind wir todmüde. Und sehr, sehr glücklich über das, was wir da in der Woche bewirkt haben. Das glaube ich. Diese Dankbarkeit von den Menschen dann zu sehen und zu spüren. Ja. Aber jetzt ist mir auch meine Frage wieder eingefallen. Und zwar, Sie haben ja auch, Sie haben, glaube ich, auch mal gesagt, dass man eigentlich danach, nach diesem Seminar, auch nicht sofort hergehen soll und alles umkrempeln soll, oder? Um Gottes Willen, man soll erst mal ein bisschen warten, oder? Ja, ganz genau. Ja. Ganz genau. Das hängt damit zusammen, dass die Leute oft in so einer Art von Euphorie sind, wenn sie das Seminar beendet haben und dass sie dann das Gefühl haben, so, ich weiß es jetzt, wie es funktioniert, ich höre jetzt sofort meinen Job auf und ich mache was weiß ich und so. Das ist nicht die Grundstimmung, in der wir lebensverändernde Entscheidungen treffen sollten, sondern wir sagen jetzt erstmal 3 Monate gar nichts verändern. Tatsächlich. Ja, einfach mal wieder zu Hause ankommen und sehen, wie das Leben so läuft und auch die Euphorie geht irgendwann zu Ende und die machen alle die Erfahrung, jetzt habe ich auch viel zu tun mit dem, was ich da mitgenommen habe. Denn mein Leben in die Hand zu nehmen, das passiert nicht von alleine. Das heißt zum Beispiel auch, dass wir Schwierigkeiten nicht einfach irgendwie vom Tisch fegen wollen, sondern sagen, okay, das hat einen Sinn, dass das gerade so passiert, wie es ist. Und das ist jetzt meine Aufgabe, an der ich mich, der ich einen nächsten Entwicklungsschritt beispielsweise gehe. Und das ist Ihre Beziehungen, ja. Ja. Genau, das ist das größte Thema, glaube ich, bei den Veränderungen, dass, wenn sie da sind, einfach annehmen, oder? Annehmen, ja, und... Ganz genau, ganz genau. Einfach mal ja zum Leben sagen, mit all dem, was es mir gerade präsentiert. Und weil der Widerstand dagegen, der nimmt furchtbar viel Energie weg und nützt überhaupt nichts. Richtig. Und es kommen wieder ganz viele Herzchen. Das ist Ihr Applaus, Frau Menzel. Oh, wie schön. Das finde ich klasse. Ja, das ist wirklich, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich sehe schon, wir haben schon wieder 35 Minuten. Liebe Frau Menzel,
Habe ich irgendwas vergessen zu fragen oder möchten Sie gerne noch was anfügen? Einen Satz. Mhm. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Mhm. Und auch wenn es schwer war, ist es gut, das umzudeuten. Denn das, was wir von unseren Eltern nicht bekommen konnten, dass wir damit Frieden schließen und verstehen, warum sie es uns nicht geben konnten, und das umdeuten als unsere Entwicklungsaufgabe in diesem Leben, für die wir da sind, um heil zu werden. Und dann können wir aufhören zu warten und von den anderen zu fordern und unsere Beziehungen zu überstrapazieren damit, sondern wissen, es liegt bei mir, das zu tun, und ich habe alles für diesen Weg. Das finde ich total spannend und hochinteressant, weil oftmals weiß man ja gar nicht, was ist überhaupt das Problem? Warum habe ich dieses oder dieses Verhaltensmuster? Und darauf, glaube ich mal, gestoßen zu werden auf eine liebevolle Weise, ist was ganz Wertvolles. Und es kommt wieder in die Herzchen. Ja, und das Schöne ist, wir geben unserer Geschichte damit einen Sinn, mit allem, was war. Und das ist schön, weil das befriedet uns ganz tief. Denn letztendlich mit unseren Eltern und dem, was war, in Hader zu sein, das vergiftet uns ja innerlich nur. Ja, und ich glaube auch, dass manchen das gar nicht so klar ist und bewusst ist. Dass man manchmal auch wirklich erstmal den Punkt finden muss, warum ist das überhaupt so? Oder wieso reagiere ich so? Und dann, da diese Hilfe zu bekommen, ist, glaube ich, das Wertvollste, was man sich dann vorstellen kann. Toll, Frau Menzel, was Sie machen. Großartig. Vielen Dank, Frau Osthoff. Vielen Dank für Ihr Interesse daran. Ja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die Hilfe am Menschen interessiert mich immer. Sehr schön. Ja. Und vielleicht kommen Sie ja tatsächlich mal zu uns. Würde ich mich sehr freuen. Ja, wenn ich darf, super, super gern. Ich bin auch ganz ruhig. Ich kann auch ruhig sein. Ich habe sogar noch einen Schlüssel von Seelenfon. Oh, das darf ich gar nicht laut sagen. Die Zimmer sind auch so schön. Also da kommt man hin, finde ich, da ist so eine ganz eigene Energie. Ja. Und da fühlt man sich auch sehr wohl. Also muss ich das wirklich ist so ein wunderbarer Platz für uns, weil er passt zu der Arbeit und gibt uns die Umgebung, die wir brauchen. Und letztendlich ganz egoistisch, ich verbringe so viel Lebenszeit dort. Da habe ich es auch gerne ein bisschen nett, ehrlich gesagt. Absolut, absolut. Und das ist auch das A und O im Leben. Man soll sich das auch wirklich so schön bereiten, wie es eben geht. Genau. Ja, liebe Frau Menzel, vielen, vielen Dank für dieses ganz herzlichen Interview. Dank an Sie, Frau Osthoff. Liebe Frau Menzel, ich glaube, mein lieber Mann hat noch eine Frage. Darf ich die gerne stellen? Ja. Sehr, sehr gerne. Zwei kurze Themen. Haben Sie das Gefühl, dass nicht zu leicht Menschen das auf irgendeine schwierige Kindheit oder irgendwelche Kindheitserlebnisse schieben, um gewisse Sachen von sich selber abzuwenden, was man vielleicht verkehrt macht? Das wäre das Erste. Und Zweite, was Sie gesagt haben, Demut führt zum Glück, ist meine ehrliche Meinung. Nur Demut führt zum Glück. Haben Sie gehört, was er gesagt hat? Das Erste habe ich gehört, dass die Menschen es sich zu leicht machen, es auf die Kindheit zu schieben. Dem kommen wir schon auf die Spur. Wir gucken das ja schon gemeinsam mit ihnen an. Und meistens ist es eher so, dass die Kinder erstmal als Kind die Tendenz haben, ihre Eltern zu schützen. Weil die lieben sie, die sind die Größten und alles, was die machen. Und wenn sie Windel weich prügeln, ist erstmal in Ordnung so. Und oft brauchen wir sogar den Abstand, um zu sehen, was das für Wirkung auf uns hat. Und es geht nicht darum, die Eltern zu verteufeln. Vor dem Hintergrund ihrer eigenen Geschichte haben die ihr Bestes gegeben meistens. Ja wahrscheinlich. Ja. Und ich finde auch, irgendwann ist man alt genug, mit seiner eigenen Persönlichkeit daran zu arbeiten, zu sagen, ich bin jetzt so und so alt und ich kann jetzt da drüber stehen und ich möchte jetzt einen Sprung machen und will das weghaben vom Thema und möchte mein eigenes Leben dafür. Ja, dann sind wir erwachsen, sonst bleiben wir Kinder. Genau. Aber die zweite Frage von Ihrem Mann habe ich nicht verstanden. Demut führt zum Glück. Ja, das zweite sage ich, dass ich voll da ähnlich denke. Demut führt zum Glück. Man muss demütig sein, um glücklich zu sein, und man muss sie auch selber irgendwann mögen. Ja, natürlich. Und Dankbarkeit, ne? Dankbarkeit. Absolut. Stimme Ihr Mann voll zu. Danke. Und wir Ihnen auch, Frau Menzel. Vielen Dank. So,
also ein wirklich tolles Interview, muss ich wirklich sagen. Ganz herzlichen Dank an Sie. Ja. Und jetzt habe ich Sie auch so richtig schön im Bild. Jetzt ist das Bild etwas klarer geworden vorhin, aber es war gut, glaube ich. Man muss es sich dann nochmal anschauen, aber ich bin ganz froh, dass die Internetverbindung trotzdem stabil war. Ja, bin ich sehr froh, weil das ist bei uns so eine wackelige Angelegenheit hier, aber wir haben es gut geschafft, Frau Osthoff. Gut, ja? Dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Zeit und vielen Dank. Für Sie auch ein schönes Wochenende. Danke Ihnen. Vielleicht sehen wir uns in München mal live. Ja, ja, das würde mich sehr freuen. Das würde mich auch sehr freuen. Und eine tolle Woche beim Seminar. Und jeder, der Interesse hat, kann ja mal bei Ihnen schauen. Hoffmann-Institut, sehr gerne. Mal reinschauen. Also dieses ist jetzt ausgebucht. Aber in was für Zeitabständen haben Sie das immer so? Wir haben dann Mai, Juli, Oktober, November und werden eventuell im Herbst noch eins reinschieben. Mhm. Aber jeder, der sich interessiert, kann unverbindlich mit mir telefonieren. Mhm. Das ist, finde ich, das Mindestangebot für jemanden, der sich auf sowas einlassen möchte. Absolut, absolut. Und derjenige, der spenden möchte, einfach gucken, to Italy with love. Das freut uns sehr. Ja, ja, das genau. In jedem Fall wird 1:1 durchgereicht hier. Ja. Wunderbar. Ganz vielen herzlichen Dank. Ja, ja, Wiederschauen. Tschüss. Schönen Abend und eine gute Zeit. Viel Erfolg weiterhin. Und ihr Lieben, macht's gut. Danke. Ein tolles Wochenende. Sie auch, und wir hören uns und sehen uns bald wieder. Danke. Danke, Frau Menzel.